Ihr habt gerade euren Führerschein bestanden? Herzlichen Glückwunsch! Hier sind 5 Tipps, die wir euch gerne mit auf den Weg durch die Probezeit geben möchten. Hallo, ich bin Jan Kemperdiek, Fachanwalt für Verkehrsrecht. Der frisch erworbene Führerschein ist ein wirklich aufregender Schritt in eurem Leben. Mit der Freiheit, euch hinter das Lenkrad zu setzen, kommen aber auch neue Regeln und Herausforderungen auf euch zu. In der Probezeit gelten spezielle Regeln und Vorschriften, die ihr beachten müsst, um eure Fahrpraxis zu entwickeln und sicher unterwegs zu sein. Deshalb bekommt ihr hier meine 5 wichtigsten Tipps und Ratschläge für euch als Fahranfängerin oder Fahranfänger. Erstens, seid euch der rechtlichen Konsequenzen von Verstößen bewusst. In der Probezeit gelten verschärfte Regeln für Fahranfänger. Bei Verkehrsverstößen drohen euch dann zusätzlich zu den regulären Bußgeldern, Punkten oder Fahrverboten auch gerne mal eine Verlängerung der Probezeit um mehrere Jahre oder sogar ein teures Aufbauseminar in der Fahrschule. Begeht ihr in der Probezeit gleich mehrere Verstöße, kann euch auch der Führerschein komplett wieder entzogen werden. Zweitens, haltet die Geschwindigkeitsbegrenzung ein. Eine der wirklich häufigsten Ursachen für Verkehrsunfälle ist überhöhte Geschwindigkeit. Ihr solltet euch also stets an die geltenden Geschwindigkeitsbegrenzungen halten und diese nicht überschreiten. Werdet ihr geblitzt, kann, je nachdem, wie viel ihr zu schnell wart, zum Beispiel die Verlängerung der Probezeit oder sogar die Anordnung eines Aufbauseminars drohen. Drittens, setzt euch niemals mit Alkohol und Drogen ans Steuer. Alkohol und Drogen beeinträchtigen die Fahrtauglichkeit ganz erheblich und sind eine der Hauptursachen für schwere Verkehrsunfälle. Zu eurem eigenen Schutz und dem Schutz aller anderen Verkehrsteilnehmer solltet ihr euch niemals unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen ans Steuer setzen. In Deutschland gilt in der Probezeit und bis zum Alter von 21 Jahren eine Null-Toleranz-Grenze. Das heißt 0,0 Promille. Jeder Verstoß verlängert eure Probezeit um 3 Jahre, kostet euch ein Bußgeld von mindestens 250 Euro, gibt mindestens einen Punkt in Flensburg und ein Aufbauseminar gibt's noch on top. Viertens, bitte nutzt kein Handy am Steuer. Die Ablenkung durch Handys im Straßenverkehr wird häufig unterschätzt. Fahrt ihr 100 km pro Stunde, seid ihr bei einem nur 2-sekündigen Blick auf das Handy über 50 Meter im Blindflug unterwegs. Deshalb wird Telefonieren ohne Freisprechanlage, Texten oder das Bedienen vom Smartphone insgesamt empfindlich bestraft. In der Probezeit kostet euch ein Verstoß 100 Euro Bußgeld, die Verlängerung der Probezeit um 2 Jahre und ein Aufbauseminar zusätzlich. Fünftens, ihr solltet das richtige Verhalten bei einer Panne oder einem Unfall kennen. Zunächst gilt, Ruhe bewahren, auf den Verkehr achten und euch orientieren. Schaltet die Warnblinkanlage an und versucht, euer Auto möglichst weit an den rechten Fahrbahnrand oder auf den Standstreifen zu lenken. Zieht euch eine Warnweste an, steigt möglichst auf der dem Verkehr abgewandten Seite aus dem Fahrzeug aus und stellt euer Warndreieck auf. Auf einer Autobahn oder Landstraße stellt ihr das Warndreieck bitte 150 bis 400 Meter hinter euer Fahrzeug. Innerorts reicht ein Abstand von 50 Metern aus zwischen dem Warndreieck und eurem Pkw. Prüft dann bitte, ob es Verletzte gibt und leistet erste Hilfe, wenn das sicher und ohne Gefahr für euch und andere möglich ist. Nicht vergessen, bitte den Notruf wählen und die Rettungskräfte über den Unfall und den Unfallort informieren. Sucht euch dann einen sicheren Warteplatz und ruft die Pannenhilfe oder die Polizei an. Wenn das Auto noch auf der Fahrbahn steht, solltet ihr auf keinen Fall im Auto sitzen bleiben, sondern euch am Straßenrand in Sicherheit bringen. Bei einem nur kleinen Unfall mit geringem Blechschaden solltet ihr die Fahrbahn möglichst schnell wieder freimachen, damit der Verkehr nicht behindert wird. Was waren die besten Tipps, die ihr als Fahranfänger bekommen habt? Schreibt sie uns gerne unten in die Kommentare. Ich wünsche euch bis dahin eine gute Fahrt. Wir sehen uns im nächsten Video.